Merry Christmas and a happy holiday season. Kommt rein in unser Winterwanderland. Hallo ihr Lieben, das ist Peter, ich bin Poldi, vielleicht kennt ihr uns noch vom Fernsehen vom vorigen Jahr. Aber heuer müssen wir selber ein Video drehen und wollen euch unser kleines geschmücktes Reich zeigen. Kommt mit, wir machen einen kleinen Rundgang. So, hallo. Und hier sind wir in unserem ehemaligen Vorzimmer. Wir haben die Wand herausgerissen und einen Raum daraus gemacht und dann sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, immer mehr zu schmücken und mehr zu schmücken, und so ist das eigentlich zustande gekommen. Und als erstes machen wir immer die Lichterketten und dann kommt die Schneedeko und dann wird sukzessive immer irgendwo etwas gemacht. Also ich habe kein Konzept, wie viele schon gefragt haben, es wird einfach irgendwie dekoriert. Dort ein bisschen, da ein bisschen und dann passt das wieder nicht und das wieder nicht. Wobei wir wieder ein paar neue Sachen bekommen haben, diese schönen Kerzen zum Beispiel. Diesen Christbaum, der ist auch neu. Und da muss man vielleicht ein bisschen näher gehen, dass man unsere Leiter sieht. Und habe vergessen, das Licht zu machen, damit man die Sticker auf der Glastüre besser sieht. Sind so kleine Hoppalas, die gehört dazu, ist ja kein Profi-Video, ne? Na dann schauen wir mal weiter. Unser Santa Claus steht heuer auch anders. Viele Besucher haben ihn nicht gesehen. Sie waren schon eine Stunde hier und dann sagten sie, oh, da steht ein Santa Claus, da ist er beim Glasregal vorne gestanden. Aber ich glaube, heuer kann man ihn nicht übersehen. Und den haben wir schon 5 Jahre. Und ich liebe ihn, wie alles. Santa Claus is coming to town. Na, dann schauen wir weiter. Hier kommen wir jetzt in unsere Fernsehecke mit extra weihnachtlichem Bildschirm. Von Freunden, Ralf hinter der Kamera. Danke, Ralfi. Er hat immer gesagt, machst du immer Fotos und dann sieht man im Hintergrund immer Charmed oder sonst irgendwas. Das ist nicht schön. Dann haben wir eine CD bekommen, die passt ja vorzüglich, nicht wahr? Ja, und da haben wir den LKW, habe ich schon gepostet. Von der Salzburger Messe. Und dann ist halt einiges heuer auch schief gelaufen. Die Lok geht nicht mehr. Keine Musik, kein Licht. Was auch noch schade ist, diese Staffelei haben wir auch aus Salzburg. Ein Zug, Licht, Musik, funktioniert alles nicht mehr. Aber das sind die Verschleißerscheinungen nach ein paar Jahren. Und natürlich werden einige erkennen, Aktion, 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 wobei ich 2 Tage vorher gelesen habe, ihr müsst unbedingt zum Nanunana, aber da war es zu teuer, bei Aktion habe ich sie mehr als die Hälfte billiger bekommen. Und dann kommen wir zu einem weiteren Highlight heuer, unseren Deckenhänger. Den habe ich mir schon immer gewünscht, jetzt habe ich ihn und vor 2 Tagen, 3 Tagen ist aber in die Spitze runtergefallen, das war auch nicht so lustig, aber mein Schatz hat es wieder repariert, Gott sei Dank, sonst hätten wir heute nicht drehen können. So, und das ist unser Rambo, Rambo. Einer unserer 2 Neuzugänge. Wir haben ja mittlerweile 5. Santa Claus, Cassiopeia, Rambo und Xena. Und hier sehen wir unsere New York-Wand. Wie ihr wisst, war das unsere Traumreise. War wirklich ein Traum. Und darum auch der Spruch,
Merry Christmas and a happy holiday season. Das haben wir ziemlich oft in New York gehört. Und haben wir unsere New York-Wand gemacht. Die habe ich natürlich jetzt mit Weihnachtssticker zugemacht. Und da haben wir noch ein besonderes Highlight. Ich steige jetzt einmal auf die Bahn. Da ist mein Teddy. Berli. Das ist das erste Weihnachtsgeschenk, das habe ich vor 25 Jahren von meinem Schatz bekommen. Und der sitzt jedes Jahr in unserem echten Christbaum, den wir auch noch bekommen. Einen echten Christbaum, der wird aber erst am Heiligen Abend aufgeputzt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo der Christbaum hinkommt, Ralf, einmal umdrehen bitte in die Ecke. Der Christbaum, der echte, kommt hierher. Da wird natürlich zuerst alles weggeräumt und dann kommt hier der Christbaum her. Natürlich bis nach oben, aber werdet ihr dann auch noch sehen. Heuer. So. So. So, und jetzt sind wir in unserer offenen amerikanischen Küche. Da oben haben wir unseren Christbaum, der eigentlich schneien sollte. Oder eines der Dinge, die heuer nicht funktionieren. Ab und zu schneit er, wenn er will. Haben wir noch eine Glocke, die nicht geht. Und hier haben wir Klaus. Was, Schatzi? Wo ist denn der Santa? Wir brauchen Santa und Klaus. Ja, Schatzi. Ja? Und noch etwas. Wenn mich jemand nicht kennt und sagt, ah, ich kann nicht weihnachtlich schmücken, ich habe eine Katze zu Hause, fange ich ins Lachen an. Wir haben fünf Katzen und schaut unsere Wohnung an. Und hier haben wir dann noch unsere Lichterstadt. Die gefällt mir total gut. Auch eines der ersten Dinge, die wir raufstellen, damit Santa nicht immer raufhüpft und alles kaputt macht. Und unser Stern, das sind so die gewissen Sachen. Stern können wir jedes Jahr nur hierher geben, er passt nur hierhin, aber sonst versuchen wir ein bisschen neuen Schwung immer in die Wohnung zu bringen. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ja, und unsere Sticker überall, auch vorne, unten an der Küche. Also Sticker habe ich von Montag bis Freitag jeden Tag geklebt nach der Arbeit. Es war ein bisschen mühsam. Aber ich habe ja jeden Tag Weihnachtsmusik gehört und das war natürlich schön. Santa! So, und jetzt haben wir beide hier. Santa! Santa! Santa and Klaus. Noch einmal. Santa Claus is coming to town. Ja, die anderen wollen nicht so wirklich. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Da kommen wir jetzt noch zu unserer Eingangstüre. Die habt ihr schon von außen gesehen. Das habe ich ja auch inspiriert von Social Media. Eine Geschenkspackung gemacht. Und das Merry Christmas und der rote Christbaum. Und der Sticker hier ist das ganze Jahr. Und das wäre schade, wenn man es runterreißt. War auch viel Arbeit. Und noch unseren tollen Birkenkranzbaum. So, das war unser Rundgang durch unser Winterwunderland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wundert euch nicht. Peter redet nicht so gerne, aber er unterstützt mich total, sonst wäre das Ganze nicht möglich. Und Reife wird euch dann noch ein paar Details hier zeigen. Und Wir wir wünschen wünschen euch euch frohe frohe Weihnachten. Weihnachten. Merry Christmas and a happy holiday season for you all.